Freitag sprachen wir bereits kurz über den Realitätscheck des Auswärtigen Amtes. Hier handelt es sich aber definitiv nicht um eine antirussische Propagandaoffensive, denn laut Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Frau Tscheblin, hätten die das nämlich gar nicht nötig. Es ist eine Handreichung, es ist ein Papier, das den Leuten, die damit befasst sind, unseren Mitarbeitern, die damit befasst sind, die Möglichkeit gibt, auf Behauptungen, die ganz oft im Raum stehen, wenn es um die Ukraine geht, mit Fakten entgegentreten zu können. Nichts anderes. Es ist kein Krieg, kein Propagandakrieg und auch kein Informationskrieg oder sonst was. Das haben wir auch nicht nötig. Dr. Alexander Neu, nun bei mir im Studio, Abgeordneter der Linken und Mitglied der ordentlichen Parlamentarischen Versammlung der NATO. Habe ich das richtig gesagt? Nein. Sagen Sie es nochmal. Ordentliches Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Aber ich habe es vorher richtig gesagt. Sie haben jetzt auch die Sprecherin gehört. Es handelt sich hierbei nicht um eine antirussische Propagandaoffensive und auch nicht um eine Sprachregelung. Allerdings hatten Sie gemeint, dass das doch der Fall ist, dass es ein PR-Krieg des Westens sei. Das haben Sie im Artikel der Jungen Welt gesagt. Genau, also dieses Papier, Realitätscheck, russische Behauptung, unsere Antworten, zeigt, wie unsicher doch die Bundesregierung bezüglich ihrer Lesart ist mit Blick auf Ukraine und Russland. Daher hat man aus Unsicherheit heraus dieses Papier erstellt, um Abgeordnete gewissermaßen zu briefen, damit diese die richtigen Antworten in ihren Wahlkreisen offensichtlich geben und auch gegenüber Medien. Mit anderen Worten, die Deutungshoheit über den Ukraine-Konflikt mit Russland scheint nicht ganz bei der Bundesregierung zu liegen, sondern es gibt da offensichtlich eine gewisse Unsicherheit. Und deswegen haben Sie dieses Papier veröffentlicht, beziehungsweise erst nach Nachfrage auch freigegeben. Das haben wir so dahingestellt. Wir können jetzt dieses Papier mit, 18 Punkte sind es, glaube ich, durchgehen. Wir können jetzt nicht jeden Punkt hier in diesem Format durchgehen, aber zum Beispiel eine Behauptung davon ist, der Westen hat sich in die innere Angelegenheit, also was Sie sagen als russische Behauptung, nicht eingemischt. Naja, das ist ein Witz. Also die USA haben ja selber eingeräumt, dass sie über die Jahre hinweg 5 Milliarden US-Dollar in die Ukraine investiert haben. Nicht investiert in Infrastrukturprojekte, sondern in einen Regime-Change, damit die Ukraine sich nach Westen orientiert. Während der Demonstration, der sogenannte Maidan-Proteste, sind westliche Politiker, unter anderem der damalige Außenminister Westerwelle, noch in die Ukraine, nach Kiew auf den Maidan gereist und haben dort Sympathie bekundet. Das ist eine Einmischung in ihre Angelegenheiten. Man stelle sich vor, das Gleiche, es gäbe einen Protest in Berlin gegen die Bundesregierung aus irgendeinem Grund und der russische Außenminister Lavrov würde sich unter die Demonstranten mischen und Sympathie zum Ausdruck bringen. Welch ein Aufschrei in Deutschland geschehe. Vor dem Hintergrund insbesondere, dass es in Kiew ja gewaltsame Demonstrationen waren. Aber ich kann das gar nicht verstehen, nicht zu sagen, dass es eine Einmischung ist. Natürlich ist es eine Einmischung und hat auch einen völkerrechtswidrigen Charakter. Aber ist es nicht auch, wird es nicht auch immer damit begründet, dass es ja der Westen ist, der ja das Gute will? Die wollen ja was Gutes und deswegen müssen sie sich einmischen, damit die Ukraine den richtigen Weg geht. Naja, die Frage von Gut und Schlecht, die sei mal dahingestellt. Der Westen ist immer der Gute, damit punktet er ja auch angeblich. Fakt ist, das Völkerrecht kennt kein Gut und Schlecht. Es handelt sich hier um eine klassische Intervention in innere Angelegenheiten bis hin zu den drei Außenministern Frankreichs, Deutschlands und Polens gegenüber Janukowitsch ein Memorandum abzudrücken, gewissermaßen zu erzwingen für Neuwahlen im Mai 2014. Auch das ist nicht Angelegenheit des Westens, sondern eigentlich eine innere Angelegenheit. Und dennoch hat der Westen das gemacht. Und das als Nicht-Einmischung zu deklarieren, ist wirklich ein Witz. Sie sprachen gerade über das Völkerrecht, auch hier zum Thema Kosovo und Krim, dass man das nicht vergleichen könne. Naja, auch das ist wieder eine Legende. Punkt ist, Völkerrecht ist ein konsensuales Recht. Alle Staaten stimmen dem zu und es muss auch für alle gelten. Gilt es nur für einige Staaten, hat das Völkerrecht keinen Wert. Man kann nicht sagen, die Sezession für die einen ist in Ordnung, für die anderen nicht in Ordnung. Wenn ich mal hier schaue, unter Punkt 6, ganz kurz, unter Punkt 6, ob das Selbstbestimmungsrecht der Völker auch ein Recht auf Sezession umfasst, ist ebenso umstritten wie die Frage, was ein Volk ist. Mit anderen Worten, der Westen bestimmt, wann das Selbstbestimmungsrecht über der Souveränität und territorialen Integrität herrscht oder umgekehrt. Mit Blick auf Jugoslawien war das Selbstbestimmungsrecht führend für den Westen. Mit Blick auf Kosovo war das Selbstbestimmungsrecht führend. Mit Blick auf die Ukraine, sprich Krim, wiederum die territoriale Integrität der Ukraine. Das gleiche mit Georgien. Auch hier spielt die territoriale Integrität der Ukraine eine große Rolle. Der Westen sucht es sich aus, was er braucht und erklärt dann, dass es was ganz anderes ist als das, was Russland macht. Und das ist natürlich nicht völkerrechtskonform, sondern das ist Willkür. Außerdem spricht in dem Papier man ja auch von einer Sezession und nicht Annexion, weil Annexion bedeutet ja auch ein gewaltsamer
Abspaltung. Und ich denke, das wurde auch in den Medien, auch dieses Wort wurde auch immer wieder verwendet, obwohl es faktisch falsch ist. Wie wurde es jetzt korrekterweise als Sezession beschrieben? Ist das nicht auch ein wesentlicher Punkt, dass man das andere Wort verwendet? In der Tat. Also die Annexion würde eine gewaltsame Eingliederung, Abtrennung, Eingliederung bedeuten. Man hat hier zum ersten Mal von Sezession gesprochen anstelle von Annexion. Da scheint es doch eine gewisse Unsicherheit im Auswärtigen Amt zu geben, wie das zu bewerten ist. Im Bundestag bei den Abgeordneten der übrigen Fraktionen wird nach wie vor von Annexion gesprochen. Aber vielleicht trägt das ja dazu bei, dass es hier eine Änderung gibt. Natürlich ist es eine Sezession, keine Frage, aber keine Annexion, meiner Einschätzung nach. Ein weiterer Punkt, dass der Konflikt in der Ukraine sich um einen Konflikt zwischen der faschistischen Regierung und lokalen Separatisten handele, die russische Behauptung. Das heißt, der Westen sagt immer noch, es gibt keine Faschisten in der Regierung, weil die nicht mit einer Mehrheit ins Parlament gezogen sind. Allerdings war das auch nie die Behauptung, sondern es sind einfach Mitglieder der rechten Sektoren vertreten im Parlament. In der Tat. Also das eine, was auffällt, man spricht nicht von Faschisten in diesem Papier, sondern man verharmlost es als Rechtsnationale oder als Nationalisten. Ich finde, der Begriff Faschisten hat schon eine besondere Bedeutung. Das wird hier definitiv unterschlagen. Man kann sagen, in der Ukraine gibt es keine Faschisten laut diesem Papier. Das ist einfach wahrheitswidrig. Das Zweite, natürlich sitzen auch Faschisten im Parlament. Sie sind über andere Listen hineingekommen. Jarosch zum Beispiel hat über ein Direktmandat gewonnen. Andere Faschisten sind über andere Listen, andere Parteien hineingekommen. Aber das Entscheidende ist doch, dass diese Faschisten in dem Sicherheitsapparat sitzen. Das heißt Geheimdienst, das heißt Armee, das heißt Nationalgarde und vor allem die Freiwilligenbataillone, die zum großen Teil von Faschisten durchsetzt sind mit wirklich rassistischem Gedankengut, was an die Nationalsozialisten erinnert. Und zu sagen, dass die keine Rolle spielen, ist völlig absurd. Der Westen macht wirklich alle Augen zu, um dieses Treiben der Faschisten und Nazis zu tolerieren. Wir haben noch einen Punkt, den würde ich aber gerne zuerst mal, also es geht darum, dass die NATO eben nicht von dem Ukraine-Konflikt profitiere. Und dazu möchte ich gerne uns einen kleinen Beitrag anschauen, und zwar von dem Dr. Stefan Meister, Russland-Experte der DGAP. Die NATO scheint tatsächlich wieder relevant zu sein. Sie hatte ja mit Afghanistan war im Prinzip der letzte große Einsatz. Es gibt seit langem eine Diskussion, wozu brauchen wir die NATO überhaupt noch? Und diese Russland-Krise scheint uns zumindest in der Debatte den Kalten Krieg zurückzubringen. Und das Bedürfnis nach NATO, nach mehr Sicherheit gegenüber Russland ist wieder da. Also die NATO erlebt eine Renaissance. Das ist zutreffend. Als 1991 der Kalte Krieg vorbei war, kam die NATO in eine Sinnkrise. Ich erinnere mich ja ganz genau, wie seinerzeit argumentiert wurde, wir sind in einer Sinnkrise als Sieger, wir müssen eine neue Aufgabe finden. Das war dann out of area. Jugoslawien bot sich da geradezu an, um der NATO eine neue Sinnstiftung zu geben. Mit dem Afghanistan-Krieg, der ja faktisch verloren ist für die NATO, gab es eine erneute Sinnkrise. Und Russland, oder in ihren Augen die Aggression Russlands, bindet die NATO wieder stärker zusammen. Ich habe es ja selber mitbekommen, als ich auf der Parlamentarischen Versammlung der NATO im Ende Mai in Litauen gewesen bin, mit welcher Freude man doch auch zur Kenntnis genommen hat, dass der Aggressor Putin letztendlich die NATO wieder zusammenschweißt. Das wurde auch ganz offen gesagt, Putin tut uns einen Gefallen, darüber sind wir auch froh. Und das zeigt ganz eindeutig, dass man natürlich durch diese Anspannung und durch diese Konfrontationspolitik mit Russland eine Kohäsion in der NATO wieder herbeiführen möchte, die sonst in der Tat vor der Sinnfrage erneut stünde. Hat sich denn der intellektuelle Aufwand nun mit dem Dokument gelohnt? Nein. Also dieses Dokument kann man nicht als besonders intellektuell bezeichnen. Ich würde sagen, hier wurden viele Steuergelder für Staatssekretäre oder Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes verschwendet. Na dann, das ist ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall, auf unserer Website könnt ihr einen Artikel von uns zu diesem Papier finden. Außerdem auch eine Verlinkung zu dem Papier, falls es euch interessiert. Aber hey, der intellektuelle Aufwand hat sich eh nicht gelohnt. Sonntag hat unser Bundespräsident an der Gedenkfeier zu den Maidan-Opfern in Kiew teilgenommen. Ein Zeichen der Solidarität, so das Bundespräsidialamt. Solidarität ja natürlich, aber keine kritischen Fragen an Kiew, wie etwa zu den Ermittlungen. Hierzu habe ich meinen Gast eingeladen, Klaus Blessing, Autor der Bücher Joachim Gauck, der richtige Mann? Fragezeichen und dem kürzlich veröffentlichten Buch Joachim Gauck, der falsche Mann. Neue Fakten und Merkwürdigkeiten. War Kiew ein falsches Zeichen? Also ich war schockiert, als ich das erfahren habe, dass Herr Gauckner doch nach Kiew gefahren ist, um Zeichen zu setzen. Und die Frage ist ja völlig berechtigt, welche Zeichen setzt dieser Mann dort? Er setzt die Zeichen, dass er sich als Superdemokrat solidarisiert mit einer Umsturzbewegung, die dort stattgefunden hat.
Er setzt damit ein Zeichen, was er von Demokratie hält. Und er setzt ein Zeichen für die Opfer, wo bis heute die Frage steht, wessen Opfer sind das eigentlich? Das ist ja dokumentarisch bis heute nicht letztlich aufgeklärt. Die Indizien zeigen also eigentlich in eine Richtung, die nicht von den Staatsorganen ausging. Also das ist menschlich ein sehr schlimmes Zeichen und politisch aus meiner Sicht verantwortungslos. Diese unkritische Haltung gegenüber Poroschenko? Ja, natürlich auch noch weitergehend. Ich meine, man kann von Frau Merkel auch halten, was man will. Da habe ich auch eine Meinung dazu. Aber sie hat in Tag- und Nachtsitzung zumindest eine Annäherung, sage ich mal, zwischen Russland und der Ukraine erreicht. Sie hat, wie auch immer, brüchigen Frieden, kann man nicht sagen, aber Waffenstillstand bewirkt. Und der Präsident trampelt jetzt hinterher und zerlatscht das auf Deutsch gesagt. Denn es ist ja eindeutig eine Demonstration pro Ukraine, pro Poroschenko und gegen Russland und Putin. Und haben nicht so viel Zeit, um zu zitieren. Wir weisen das hier drinnen nach, wo die Wurzeln dafür liegen. Also Gauck hat schon hier dokumentiert, ist es immer zum Ausdruck gebracht. Er bedauert natürlich aufs Fürchterlichste, dass der Beitritt oder die Annäherung Russlands an die EU und ihre Institutionen nicht gelungen ist, wie das anfangs der Fall war, Klartext unter Jelzin. Wir haben einen kurzen Ausschnitt aus einem Kommentar von dem Herrn Gauck. Wenn wir nicht militärisch uns engagieren, dann sollten wir verstärkt darüber nachdenken, wie wir Stabilität in diese Gesellschaft bringen, wie wir Ressourcen bereitstellen, aber auch Unterstützung bereitstellen, um den Demokratisierungs- und Stabilisierungsprozess hier zum Erfolg zu führen. Wenn man schon keine militärische Hilfe leisten kann, dann sollte man anders helfen. Ja, ja. Hilfe ist doch auch nicht schlecht. Ja, Hilfe ist natürlich nicht schlecht, aber das ist ja keine Hilfe. Hier sind bis jetzt schon Mittel verausgabt worden, um, sagen wir mal, diese Umsturzpläne durchzusetzen. Das ist ja alles dokumentiert, was da für Mittel geflossen sind, welche Personen gekauft wurden, um das zu machen. Und wenn Gauck von Hilfe spricht, meint er das genau so. Glauben Sie, er bedauert es, dass es keine militärische Hilfe gibt? Naja, das will ich nun mal nicht kommentieren. Das ist zu suggestiv, es klang leicht durch. Wenn man schon nicht militärisch, dann sollte man wenigstens, sagen wir Deutsch, die anderen Druckmittel, die finanziellen, einsetzen, um eine Entwicklung durchzusetzen, die seinen Diktionen entspricht. Ich könnte jetzt den Satz zu Griechenland sagen, verkneife ich mir, ist ja dasselbe Spiel, nicht? Also mit finanziellem Druck eine Entwicklung durchzusetzen, die gegen die Völker gerichtet ist. Und trotzdem heißt es ja auch in diesem Papier vom Auswärtigen Amt, dass der Westen sich nicht einmischt. In die Ukraine? Und auch nie eingemischt hat. Das ist ja lächerlich. Das ist ja keine Erfindung. Das sind ja Dokumente, da gibt es abgehörte Telefongespräche und so weiter, wo die Klarheit der Einmischung daraus ersichtlich ist. Also wer das ernsthaft verbreitet, na gut, sie müssen es sicher verbreiten, aber wer es ernsthaft glaubt, den kann man eigentlich nur noch bedauern. Vielen Dank, Herr Blessing. Autor des Buches Joachim Gauck, der richtige Mann, Fragezeichen, und des Buches Joachim Gauck, der falsche Mann, was ist da wohl die richtige Frage? Und, habe ich zu viel versprochen, war doch eine wunderbare Montagssendung. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.